Davon werden wahrscheinlich Orks sein, ha? Keine Orks. Ja, schön. Das waren scheinbar auch mal Krieger. Ah, der. Nebel. Brauche ich sowas? Ein stehendes Nebelfeld wird um den Helden erschaffen und verbirgt ihn vor den Augen seiner Feinde. Aha. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Wölfen, gell? Aber ich finde gar nicht mehr. In der Zeit gegeben, da haben wir einen ganzen Haufen gefunden. Oh Gott, ein Werk. Ein Werk, der ist relativ lästig, gell? Und ich hätte vielleicht nochmal meine Energie auftanken sollen. Weg das! Aber diesmal war ich auf Zack. Ich hab gespeichert. Jetzt werde ich einfach mal Domi schauen. Da schaue ich lieber nicht um mich. Komm Kumpel, auf über den Berg. Speer. Und ich glaube, es ist keine gute Idee, sie mit denen anzulegen. Jetzt warte mal. Wo kannst du Wölfe geben? Das ist die Frage. Vielleicht nach Sylden, ha? Ich fliege mal nach Trellis. Okay, fort bin ich. Und zurück in Trellis. Was gibt's denn eigentlich da drin noch? Und eigentlich hätte man wieder Bock, so eine Stadt einzunehmen, gell? Und da bist du dir ganz sicher? Wir sollten lieber trinken, statt zu reden. Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, komm ich da schon rein. Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen. 3 Punkte. Scheiße. Der ist auch noch. Besser zu kämpfen. Das braucht mir der nicht beibringen. Sag mir, was du brauchst und dann gehen wir. Ich bin beschäftigt. Du bist ein guter Schmied? Das will ich meinen. Viele Krieger sind mit meinen Klingen erfolgreich in die Schlacht gezogen. Aber das war nicht immer so. Du hättest mein erstes Schwert sehen sollen, Mora. Es war schäbig und mit einer schartigen Klinge, aber ich habe es immer bei mir getragen. Es erinnerte mich an meinen Vater. Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Nein, weil dieser idiotische Versager von einem Aufseher Tempek nicht zuhört, wenn man ihm was sagt. Ich sagte, er könne sich einige Waffen aus meiner Kammer für seine Ausgrabungen am östlichen Tempel mitnehmen, aber nicht das alte Schwert, das auf meinem Bett liegt, habe ich gesagt. Tempek muss es mitgenommen haben, der Idiot. Das will ich nicht weiß. Millog sucht sein altes Schwert. Aber das habe ich schon, sag das. Ich habe dein altes Schwert gefunden. Wirklich? Zeig her! Du hast genau tatsächlich. Das ist es. Wo hast du es gefunden? Bei den Ausgrabungen am östlichen Tempel.
Ich wusste es. Hat Tempek es doch eingesteckt, der Hund. Danke, Mora. Dafür bekommst du auch etwas von mir. 400 Gold. Geil. Die Moras haben keine Ehre. Das ist denn... Ja, wie schaut denn aus jetzt mit meinem Rufer? Halt! Keinen Schritt weiter! Der Vieni. Lass mich rein. Na schön. Aber benimm dich. Jawohl, check das. Als ob wir nicht schon genug Moras hätten. Der nächste Fortschritt. Da muss man haben. Krieger. Elite-Krieger. Au. Ich sage, wir rotten sie aus. Stabile Metalltruhe. Da muss man hart durchkommen. Schwert. Es ist Zeit, hier mal sauber zu machen. Genau, wird Zeit. Und das ist scheinbar der Boss. Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden von den Moras zurückerobert. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Moras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Du weißt genau, woher unsere... Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Ich weiß, was... Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemora. Ich würde Nemora gerne ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Das klingt zwar verlockend, aber das mache ich nicht. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belia weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Oh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Am besten, du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein.
Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat. Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Ja gut, scheinbar soll ich 50.000 Goldstücke auftreiben. Alter. Ich brauch doch die Kohle für eine neue Rüstung. Es ist deine Ehre. Was für eine Scheiße, ha? Im Moment habe ich 38.000. Und ich wollte irgendwie sparen auf 190.000. Wegen der Rüstung. Wow. Das meine ich schaffe ich nie. Was ist denn da? Kein Bier. Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varans und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung einhalten. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich. Wo befindet sich das göttliche Artefakt aus dem östlichen Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das. Jedoch ist Vak schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Wie viel Gold schuldet Vak dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Vak das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varans für die Orks schließen. So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben. Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mache dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Vak seinen Teil der Abmachung einhält und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst? Ich glaube, das klingt ziemlich scheiße, gell? Das heißt also, ich muss 50.000 Goldstücke auftreiben. Alter, dann bin ich pleite. Ja gut, das heißt, ich muss noch ein bisschen Gold auftreiben. Und dann sagt der mir, wo das Artefakt ist. Ja, pass mal auf, ich brauche immer noch Wölfe. Jetzt schau ich mal, dass ich mich in Richtung Ding durchschlagen kann, ha? Richtung Silden. Zu dem man doch sagt, bei den Bauernhöfen die Pacht erfordern. Hat der was? Der Famon. Der hat nix. Hat der Bauer. Ja gut, da war ich schon mal. Ich befürchte, da haben wir nichts mehr. Varant. Jetzt laufe ich mal, Tommy.